Weiter geht's. Das waren doch eure Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalität. Gott, noch. Sie sind zu weit. Euer Gott. Das können wir nicht riskieren. Nein. Ich bediene das Geschütz. Nein, Sie müssen fahren. Ja, aber Hartmann ist eine Pussy. Der ist doch eh angeschlagen. Austauschbar. Das ist aber ein kleiner Hinterhältiger. Nur weil der selber eine Pussy ein bisschen Angst hat. Alter, jetzt muss ich mal mit Hartmann spielen. Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ja. Ach Gott, nochmal, Müller, nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Nein, er kann das doch nicht. Nein, ich kann das doch nicht. Was soll denn das? Das gilt für jeden hier. So, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt etwa Hartmann spielen? Nein. Ja, nee, ist klar, wir will der was treffen? Oder müssen wir ihn nur unterstützen? Ich hoffe, wir müssen ihn nur unterstützen. Ach, der wird eher gleich erschossen. Oh Gott, wie er zittert. Dann jetzt so weg. Wo ist Hartmann? Wo ist der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht. Ruhe! Nein, Mann, der desertiert nicht. Wo ist er denn? Bewegung auf 9 Uhr und auf 12 Uhr. Gott, wie viele. Bring uns raus hier. Wir können doch Hartmann nicht hier lassen. Raus, los! Ja, Baby, machst du zu laut, tot ist der. Hast du auch mal was tun, die Hunde? Oh ja, was ist da denn los? Wird so gibt's dann ein bisschen mehr, wenn man gar nichts macht. Also fahrt ihn halt. Ja, dann. Oh! Und wir verlassen uns. Oh Gott, nein, wir sind so viele. Komm schon. Treffer!
alles gut. So schnell es geht! Nur noch eine Sekunde! Wo müssen wir lang? Wo müssen wir lang? Ich fahr einfach geradeaus, Mann. Was soll der Geist? Da geht's sicherlich nicht lang. Ah, Verstärkung. Was zur Hölle? Wow. Wow. Melde volle Kampfbereitschaft, Kommandant. Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Ach, ein Feldgeschütz. Das kann ich ja wohl nicht anhören. Das ist immerhin ein Feldgeschütz. Wir sind ein Bücher. Was willst du? Oh, er ist so schnell. Das Ziel ist erledigt. La la la, la la la. Panzerknacker! Deckung, schnell! Hallo, ich will dich reparieren. Vielleicht. Dauert aber eine Weile. Was ist mit dem Panzerknacker? Herz, bringen Sie Stefan wieder zum Laufen. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Nein. Peter. Was soll das denn jetzt? Jetzt muss ich auch noch rumlaufen. Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Der Geruch von Blut und Tod. Ohne meine stählerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Ich renn mal hier, einfach ist nur ein verwundbarer Mann. Oder Fehler. Okay. Ja, den nehmen wir auch noch auf. Habe ich keine Granate? Nö, natürlich nicht. Oh! Ich hab den Medic erschossen. Komm schon. So. Geht's hier lang? Na sicher, Junge. Okay. Ich hab keine Ahnung, Alter. Geht's hier lang? Nope. Hier lang? Nope. Hier? Kann ich hier durch? Nope. Kann ich hier durch, Mann? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, ja. Was nehmen wir? Okay, nice. Flugabwehrgeschütz. Oh, den nehme ich.
Flugabwehrgeschütz ein. Welches? Ich nehme einfach. Was ist das hier? Das ist eine große, dicke Kanone. Oh Gott. Da ist gar nichts. Auch da die Stärke. Oh, das gut. Ich sterbe! Ein bisschen Panzer zurück, das geht von mir weg. Das ist aber mein Viecher. Mein Viecher Panzer. Peter, rein mit dir! Schnell! Ja, nein, ich komme! Irgendwelche Befehle, Kommandant? Der macht keinen Mucks mehr! Ja, aber wo? Ah, da oben ist einer. Bam! Das ist der, wenn er sich nicht zu lang. Ja, baby, ja, baby, ja, baby. Okay, okay, jetzt nochmal einen Abstand. Ja, ich muss noch mal ein bisschen reparieren und jetzt mal runter. Ja Mann, alles gut. Ich muss nur mal eine Runde. Ja, wir sind sogar oben, wir sind richtig. Man glaubt es. Aber das Funkgerät hat den Geist aufgegeben. Ja, nice. Das Spiel hat einfach mal abgekackt eine Runde. Okay, es geht gleich weiter.